Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Pushbox von Afrob. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Afrob Push, das Ganze im Mai 2014 erschienen. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine flache Box, quadratischer Form. Und zwar haben wir hier einmal einen goldenen Schriftzug Afrob, dann haben wir hier mittig einen goldenen Kamm und darunter lesen wir Push. Das Ganze ist in so einer dunkelrot-braun Optik gehalten, also sieht so aus wie so Holzdielen, wie so Holzbretter. Und dann haben wir hier einen goldenen Rahmen, der dann hier in Schwarz endet. Seitlich ist alles in Schwarz gehalten. Also ihr seht, alles in Schwarz. Und auf der Unterseite haben wir dann einmal die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks drauf. Dann haben wir die Infos zum Album, wer das produziert hat, gemixt etc. Dann haben wir hier einen Sticker. Und zwar haben wir hier den Inhalt der Box aufgelistet und einen Barcode. Also was lesen wir hier? T-Shirt Größe L, 2 LP Gatefold, also Doppelvinyl. Album-CD, Bonus, Download, Content, signiertes 12-Inch-Poster, signierte Autogrammkarte und Sticker. Okay. Und dann haben wir noch die Credits zum Album, das Ganze über Horn Shutter Records veröffentlicht. Der Deckel ist hier abzunehmen, ist keine Klappbox, es ist ein abnehmbarer Deckel. So sieht das Ganze von innen aus, glatt weiß. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann ein Shirt, dann die Doppelvinyl, ein Sticker ist mit dabei, quadratisch, dann einmal die Autogrammkarte signiert, dann haben wir hier den angesprochenen Bonus-Content. Dazu kommen wir dann gleich noch. Okay. Das dürfte dann wohl dieses Poster sein. Spannend. Und dazu kommen wir dann auch gleich noch. Gut, dann machen wir das Ganze mal zu und stellen die Box mal zur Seite. Und wie immer starten wir mit Platz hier mit dem Album an sich. So sieht das aus, Afrob Push. Also es ist vom Design her 1:1 auch wie das Boxcover. Es kommt in einem Standard-Jewel-Case. Hier an der Seite ist alles ja, blank, also in diesem dunkelrot-braun gehalten. Hier ist keine Schrift oder irgendwas ersichtlich. Hier auf der Seite lesen wir dann Afrob Push. Und auf der Rückseite, auch wenn diese hier etwas dreckig angekommen ist, haben wir 16 Tracks. Jawohl, wir haben jede Menge Features. Und zwar haben wir Features von Megalo, Semi Deluxe, Phono, She-Ra, Der Stamm, Max Herre, Telly, Tells, Asmarina, Abraha und Habesha. Also viele Features auf 16 Tracks verteilt. Hier auch wieder Credits und Barcode. Dann, hoppala. Dann werfen wir mal einen Blick ins Booklet. So sieht das aus. Also hier mal eine Doppelseite Afrob hier in diesem Comic-Stil. Und hier lesen wir einen Push-One-Shotter. Dann haben wir die Tracks einzeln aufgelistet mit den Infos, wer das Ganze produziert hat, wer daran beteiligt war. Und hier wurde dann scheinbar der Kamm von Afrob so umfunktioniert zu einem Kreuz. Rest in Peace lesen wir hier, also RIP, okay, also dieses Kreuz ist in der Optik wie so ein Kirchenfenster mit so bunten Glassplittern, sehr spannend. Dann haben wir hier ein weiteres Kreuz neben Afrob abgebildet, das meines Wissens irgendwie aus dem ägyptischen Glauben stammt, also aus der Zeit der Pharaonen, schon sehr, sehr alt.
Und dann haben wir weitere Tracks. Und weitere Tracks. Und hier nochmals Afrop und ein gestrandetes Wrack. Okay, wir haben hier eine, ja, eine Widmung oder eine Dankesrede, würde ich jetzt mal annehmen. In einer Schrift, der ich nicht mächtig bin. Also falls euch so geht wie mir, ich kann es echt nicht sagen. Es ist auf jeden Fall irgendeine afrikanische Schrift. Ich hatte mal einen Freund aus, wo kam der her? Aus Äthiopien. Und ich glaube fast, dass Afrop auch aus Äthiopien ist oder zumindest seine Vorfahren irgendwie die Wurzeln in Äthiopien haben. Deswegen nehme ich jetzt mal stark an, dass es die dortige Landessprache ist. Amharisch, wenn ich mich nicht täusche. Falls irgendwer das lesen kann, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben, was hier dieser Text bedeutet. Dann haben wir hier weitere Credits zum Album. Gut, dann machen wir das Booklet mal wieder rein. So sieht dann die CD aus. Wie auch schon das Cover. Und auch hier nochmal der Kamm und die beiden Worte Afro und Push zu lesen. Gut, so viel zum Album. Wir haben das Album nochmal, allerdings in Vinylform. Und zwar eine Doppelvinyl. Gatefold, so sieht das aus. Afrop Push, identisches Cover. Dann lesen wir hier auch wieder Afrop Push. Und auf der Rückseite natürlich auch wieder die Tracklist und sogar noch ein Barcode. Bedeutet, diese Vinyl war auch so zu kaufen. Also abseits der Box gab es diese Vinyl wohl auch einzeln zu erwerben. Dann schauen wir mal hinein. Und zwar haben wir hier einmal Vinyl Nummer 1 und wo ist sie? Vinyl Nummer 2. Wir starten natürlich mit der Nummer 1. Die kommt in so einer weißen Papierhülle, also beide Vinyls. Wir haben hier einmal die A-Seite und hier haben wir dann die ersten vier Tracks aufgelistet hier in der Mitte. Dann haben wir die B-Seite, auch hier wieder vier Tracks mit aufgelistet. Und diese Vinyls, beide, also sowohl die erste als auch die zweite, die ich euch gleich zeigen werde, sind klassisch in Schwarz gehalten und kommen in diesen weißen Papierhüllen, auch wenn es jetzt irgendwie nicht so ganz reinpasst. So, wir probieren das einfach nochmal. Ah ja, gut, jetzt klappt es. Dann haben wir Vinyl Nummer 2. Und diese hat dann natürlich die C-Seite ebenfalls mit vier Tracks und D-Seite mit den letzten vier Tracks. Ist auch passend oder ja, hat sich gut verteilen lassen. 16 Tracks, 4x4, das haut hin. Dann machen wir die Vinyls mal zur Seite, ebenso wie das Gatefold. Legen wir hier rüber dabei. Dann kommen wir zum nächsten Inhalt, den ich sehr spannend finde, denn hier haben wir so einen quadratischen Zettel. Hier haben wir auch wieder das Cover. Also es ist ident das Cover wie auch schon vom Boxdesign bzw. vom Album her. So, allerdings haben wir hier unten rechts dann noch kicks.com zusätzlich, das war nicht. Ich bin jetzt nur etwas verwirrt, aber ich glaube, nachdem wir hier die Auflistung haben, es kann sich hierbei nur um das signierte 12-Inch-Poster handeln. Ja, auch wenn ich mir unter Poster eventuell etwas anderes vorgestellt hätte, aber ja, ist ein einseitiges Poster dann in diesem Fall quadratisch. Signiert wurde es allerdings nicht, das hat Afrop aber in einem Video erklärt, dass wirklich nur die Autogrammkarte signiert ist. Auch wenn es leider auf der Box draufsteht, dass das Poster signiert sei, ist dieses Poster in dem Fall nicht signiert. Gut, aber was sehr wohl signiert ist, ist, wo haben wir sie, hier da, die Autogrammkarte. So sieht die aus, rechteckig, hier mit schwarzem Stift unterschrieben und wir haben hier Afrop abgebildet mit einer Camouflagejacke. Sieht so nach digitaler Stadttarnung aus. Jawohl. Und auf der Rückseite haben wir dann hier afrop.com stehen, kicks.com,
und einen QR-Code. Also ich gehe mal stark davon aus, wenn man den hier einscannt, dann gelangt man auf eben diese Seite hier. So, dann haben wir noch mit dabei einen Sticker. Dieser ebenfalls wieder das Cover-Design und ist quadratisch. Ein Sticker, wie gesagt. Dann kommen wir zu diesem exklusiven Inhalt. Und zwar haben wir hier einen Download-Code. Und zwar lesen wir hier Afrop Push Exclusive. Um die exklusiven Tracks runterzuladen, gib deinen persönlichen Code hier ein. Also, mit Hilfe dieses Download-Codes kann man dann auf dieser Seite Tracks runterladen. Soweit ich informiert bin, sind es 5 Tracks, die wirklich exklusiv für die Boxkäufer zum Download stehen. So, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Ein Shirt ist dieses, und zwar, Moment, so sieht das aus. Was haben wir hier? Million Forts Größe L, also Million Forts Entertainment in der Größe L. Boys and Girls ist hier nicht angehakt, weder das eine noch das andere. Liegt, denke ich mal, daran, dass das Unisex ist. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar haben wir hier ein weißes Shirt mit schwarzem Kamm plus Afrop Schriftzug. Rückseite ist blank weiß. Hier ist nichts weiter zu sehen. Und dann schauen wir doch mal, womit wir es hier zu tun haben. Und zwar haben wir hier ein Gildan Heavy Cotton in der Größe L und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Haiti. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L, die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat, dann den Downloadcode plus den Sticker, dieses mehr oder weniger Poster, wie gesagt, nicht signiert, aber quadratisch und einseitig bedruckt, die Doppelvinyl inklusive 16 Tracks natürlich, und diese kommt hier in diesem wunderbaren Gatefold und natürlich das Album an sich im Standard Jewel Case. Jawohl. So, das alles in dieser wunderbaren Box Push von Afrop. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare, und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Afrop unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao!